Fanmade Let's Play, ich besiege dich. Da, los geht's. Damit willkommen zur ersten Folge Super Mario Maker auf meinem Kanal. Ich bin der Tabilas und jetzt geht's los. Ich kann. Das ist so geil, dass man im Hauptmenü rumlaufen kann. Gewinne ich? Gewinne ich? Oh, bitte lass mich gewinnen. Ich wollte jetzt eigentlich runterfallen. Egal. Wir wollen spielen. Glaube ich. Nein, lass mich. Nein, was drücke ich denn? Hilfe, das Hauptmenü hat mich gefangen! Wir gehen aufs Spielen. Weil ich will nicht bauen, ich will spielen. Und zwar Level aus aller Welt. Weil ich habe mir schon ein paar Level rausgesucht für meine erste Folge, die ich spielen will. Weil ich die ganz nett fand. Und ich habe sogar... Nein, jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Und ich habe sogar ein Level von einem anderen Let's Player, der, glaube ich, noch kein Mario Maker gemacht hat. Ich weiß nicht, kommt drauf an. Ich lasse das erst übermorgen hoch. Wer weiß, was passiert. Ich habe die in meinem Speicherpot. Das sind meine. Und hier unten habe ich ein paar gespeichert. Man sieht, glaube ich, auch, wer die gemacht hat. Wieso habe ich die ganz unten gespeichert? Ich weiß es nicht. Mit welchem fange ich an? Ich glaube, ich fange mit Airship Assault an. Hier vom Spieler Ethan. Die ID kann ich kurz einblenden, falls man das auch spielen will. Und spielen. Ich habe mir die so runtergeladen, dass ich nicht auf mein Internet verlassen muss, weil das ist manchmal ein Arschloch. Und das ist okay. Wir springen. Boah. Wir spielen endlich Mario Maker. Ich finde das so toll. Ich will auch ein bisschen in der Folge, weil Mario ist ja nicht zu kompliziert. Da kann man ja ein bisschen reden. Sagt er und wird später hart verkacken. In allem, was er tut. Ein bisschen reden. Zum Beispiel wie... relativ glücklich ich jetzt bin, diese Capture Card zu haben. Das ist super. Weil solche Spiele, du kannst sie halt nicht... Du Arschloch. Nee. Du kannst sie halt so und sonst nicht spielen. Und das ist schade, wenn du nicht spielen kannst. Das nehme ich mit. Natürlich Projekt, hier habe ich gesagt. Mario Kart, was ja auch schon kam. Nee. Alter, hier ist ein bisschen zu krass. Boah, Alter. Reden, habe ich gesagt. Voll einfach. Das geht voll klar. Ja, mach das auf. Einen noch, bitte, bitte, bitte. Ich. Danke. Zum Beispiel. Let's Play-mäßig. Level geschafft. Man kann mir immer Vorschläge machen. Gerade bei Mario Maker. Wenn man ein Level hat, selber gebaut oder von jemand anderem. Wenn man sagt, das könnte man spielen, dann ist das voll geil. Ich glaube, das war hammer schwer. Einfach mal machen. Habe ich vergessen. Ich habe die vor ein paar Tagen rausgesucht für mein erstes Video. Und dann kann man mir eben Vorschläge machen, Level spielen. Dann werde ich die auch gerne zeigen. Naja, oh, ich bin richtig. Und dann spiele ich die gerne. Das war es jetzt mal anders. Ja, Mario! Oh. Ich bin überfordert! Ich werde auf jeden Fall nicht zu viel über mich selber reden. Oder über... vorausgedachte Themen in diesem Let's Play, weil man sieht, dass es echt hart manchmal sich zu konzentrieren, wenn man dämlich ist wie ich. Zur Qualität: Ich spiele hier mit dem Sound vom Gamepad, weil ich sonst gar nichts hören würde. Ich habe Leben gekriegt und das ist möglicherweise schrecklich, weil ich das genau vor mir habe und demnach auch zum Beispiel ich mache es jetzt extra. Dieses Geklacker hat man natürlich ziemlich krass, gerade bei Mario. Weil bei Mario Kart kann ich noch die Lenkradsteuerung machen, da hört man gar nichts. Aber hier bei Mario, wenn ich so rumklackern muss, wie der letzte irgendwas, weil ich halt doof bin, machen wir Mario Kart only, dann hört man das halt, das ist nicht so geil und ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll, weil ich brauche ja das Gamepad zum Spielen. Bei sowas wie Smash ist es geil, was ich vielleicht auch irgendwann bringe. Gerade gestorben. Bei Smash habe ich halt den braven, süßen GameCube-Controller. Lol, Alter, willst du mich verarschen? Wurde das geändert? Nee, kann nicht. Ich habe es doch gespeichert.
Da hört man nur das Klackern, das kann ich theoretisch unter den Tisch halten, aber ich will halt Ingame-Sound... Leute, willst du mich verarschen? Ingame-Sound will ich selber sehr gerne haben, deswegen werde ich das weitermachen. Ich hoffe einfach, dass ich es leise genug habe, dass man nicht alles doppelt oder asynchron hört. Das mit dem Schneiden ist sowieso sehr interessant, wie ich das machen muss. Weil das ist schon manchmal gar nicht so einfach. Machen wir das mal so. Nee, lass mich. Boah, das wäre auf jeden Fall anders, als ich es runtergeladen habe. Boah, unfair! Vollgas! Ich weiß nicht, was passiert! Ich hätte einfach durchrennen müssen. Verdammt! Okay, los geht's. Um Gottes Willen! Gerade bei Mario Maker werde ich, glaube ich, wenn ich Level habe, die ich mir nicht vorbereitet habe, oder Level wie hier, wo ich einfach anscheinend richtig schlecht bin plötzlich, weil ich bin normal natürlich voll der Profi, werde ich schneiden. Ziemlich viel wahrscheinlich. Nein, spring! Oh Gott! Einfach laufen! Wo kann ich denn die Pause machen? Das sind Hammerbrüder, die töten mich. So langsam, Vollgas. Vollgas, 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 Vollgas. Da war was. Da hängt bei mir der Mario Kart rum an in der Luft. So. Langsam, langsam angehen lassen die Sache. Vollgas! Nein, komm, bevor alles kommt und mich tötet. Nein! Lauf doch! Ich glaube, ich war kurz vom Ziel. Na, komm, jetzt schaffe ich's. Auf Anhieb. Plopp. Da wäre ich fast runtergeknallt. Hopp, plopp, plopp, hopp. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Wenn der jetzt nicht kommt... Oh Gott! Nein, lass mich! Er holt mich! Es geht noch weiter. Ich glaube, da gab es einen Trick. Wenn ich einfach jetzt Vollgas mache, passiert dann was? Okay, warte, ich hab's jetzt raus. Jetzt hab ich's raus, ja! Man muss also einfach nur Vollgas nach links rennen. Rechts. Ich habe noch nie Mario gespielt im Leben. Da, plötzlich klappt's! Ja! Mein Gott, was habe ich denn vorhin die ganze Zeit falsch gemacht? So ein einfaches Level. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich so durchrasen kann. Und was passiert? Ich baue Scheiße. Ich bin der Terminus, das wird 100 Pro noch öfters passieren. Nice! Ich glaube, jetzt werde ich einfach mal ein Level machen, was ich 100%ig schaffe. Davon habe ich zwei. Automatic Don't Move Level. Dazu muss ich sagen, ich bin der allergrößte Fan von diesen supergeilen Don't Move Level. Ich muss nichts machen. Natürlich, spielweise könnte ein bisschen langsam sein, weil man selber nichts macht. Aber guckt es euch an! Irgendwer hat das gebaut und das könnte ich im Leben nicht, aber das ist so geil. Dass einfach alles für die, von selbst gemacht wird. Tatsächlich habe ich in der Folge zwei Don't Move Level geplant, die relativ ähnlich sind. Also am Anfang sieht man da keinen Unterschied bis zum Ziel. Darum werde ich nicht gleich das nächste machen. Aber das ist einfach so geil. Wenn ihr irgendein Move-Level habt, was ihr cool findet oder so, schreibt in die Kommentare diesen, die ID. Weil, guck mal, wie geil. Aber nice, jetzt bin ich tot. Und das finde ich noch geiler, gerade in den Don't Move-Leveln. Die haben den Tod eingebaut, als Feature vom Level. Und jetzt geht's einfach weiter. Ich bin aber vom Tod auferstanden. Und die zweite Hälfte vom Level ist einfach nach dem... Brillant! Diese Level sind so krass. Und selbst wenn ihr kein jetzt so ausgefeiltes habt oder so, schickt es mir einfach. Ich spiele es auf jeden Fall, weil das ist mein absoluter Lieblingslevel. Die und Level, die so semi-hart sind. Für so Casual-Spieler, sage ich mal. Wahrscheinlich, weil die harten, ganz harten, nicht zu dumm für. Aber das ist einfach nur Epilepsie. Gerade im Moment. Diese Effekte, finde ich immer, müssen nicht unbedingt sein, aber das ist so geil. Guckt es euch an! Richtig nice. Und komme ich noch ins Ziel? Nö, darf ich nicht. Finde ich auch geil, Mario Maker, dass du einfach übers Ziel raus kannst. Das ist ein wunderschönes Spiel und habe ich so eine Freude dran. Als nächstes machen wir mal das hier.
Und dann kommen noch drei Level, was ich so geplant habe. Das eine muss ich aber im Internet suchen, weil ich es mir jetzt nicht gespeichert habe. Weil ich es auch noch nicht angeguckt habe. Da, Short. Name ist Programm. Rüber. Nice. Aber, finde ich super geil. Das Level ist trotzdem nicht zu lang. Oh. Das habe ich gesucht. Da wollte ich hin. War ich zu früh. Da habe die Level von zwar ein paar Tagen gemacht. Ups. Da bin ich auch öfters gestorben, diesen dummen Flammen, ey. Ich werde nicht immer Level machen, die ich schon geplant habe, weil das finde ich... Boah, Alter. Da finde ich doof, wenn ich die Level schon weiß. Und es wird auch in dem Video noch eins drankommen, was ich noch nicht kenne. Seht ihr? Doof. Übrigens auch ein nettes Feature von... Dass sie so ein Spiel, dass sie dann überhaupt so ein Spiel bringt, wo du so viel selber machst. Wow! Das ist so geil, weil... Diese ganzen Features schon als Kind gab's welche, die einfach auf Zeichenpapier, wie Nintendo früher damals selber, eigene Levels kreiert hat. Und das ist einfach so ein Dream comes true. Ich werde das Level schaffen, ja? Nicht aufgeben lassen. Nicht aufgeben. Mal ja gucken. Und das ist einfach so nett, dass man es selber machen kann. Und nicht nur das. Man hätte ja auch einfach sagen können, hier, ihr kriegt jetzt meinetwegen... Das war ein Skillshot. Das gebe ich zu. Meinetwegen habt ihr hier Super Mario Bros. 1. Macht damit, oder? Hätten sie sagen können. Aber nein, gleich am Anfang des Spiels ist es eigentlich möglich, auf alle Mario-Teile zuzugreifen. Oh, hier schön hoch. Also, ja, auf alle ist jetzt falsch, aber... Wir haben Mario Bros. Mario Bros. 3 hier. Wir haben Super Mario World, was ich selber let's played habe. Könnt ihr mal gerne reingucken. Und New Super Mario Bros. Und wahrscheinlich kommen noch mehr. Nettes Level, Short, lustiges Gimmick, mag ich. Das nächste Level wird das hier sein. Das spiele ich jetzt auch. Das Level fand ich ganz besonders schön, weil... White World, Name ist Programm im Hintergrund. Und es ist angebracht. Also es ist nicht zu einfach. Es ist einfach ein richtiges Level. Das könnte in einem Spiel drin sein, finde ich. Ich will ja hoch. Ach ja, bitte, wenn ihr mir jemals Level vorschlagt oder macht, benutzt so wenig Notenblöcke wie möglich und Trampoline, weil die sind einfach kaputt. Mit denen kann ich nichts. Da Wild World Geister. Ich mag das Level, das ist richtig gut gemacht. Ich bin da runtergesprungen beim letzten Mal, weil ich dämlich bin. So, weiter geht's. Die Musik passt überhaupt nicht. Merke ich gerade mit den Totenköpfen und so. Die hätte vielleicht einen Castle-Hintergrund nehmen sollen. Öfter mich hinein. Ups! Da wollte er, aber durfte er nicht. Ich frage mich, ob man nicht... Oh ja, es geht ja noch weiter. Schrecklich. Übrigens, was ich nicht weiß, was ich aber glaube, es gibt ja jetzt dieses Feature. Revolutionär, dass man Speicherpunkte einstellen kann. Bitte keine Level ohne Speicherpunkte, ich bin zu blöd für. Kam hier noch was raus? Extra Hit. Außerdem, geh weg, Blooper. Ich brauche die nicht im Leben. Ich kann sehr gut ohne dich leben lang essen. Nee, meine volle Blume hätte ich gerne machen können. So, ziehen wir mal Aufmerksamkeit. Nee. Super brauche ich nicht. Und durch. Das war auch ein richtig hartes Level in Super Mario Bros. 3, ey, mit dem Froschanzug. Oh. Oh. Die sind schnell. Die sind schnell. Das habe ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Ach, ich darf, als ich kann. Also ich kann, als ich darf, als ich mache. Ja, ein Salto. Super geil, Mario Maker ist ein super Spiel. Ich habe mir gesagt, ich kaufe kein Mario Bros. Oder sonst irgendwas mehr, weil es immer dasselbe ist. Aber das ist es halt nicht, weil man selber Level machen kann, wie blöd. Und jetzt mache ich wahrscheinlich kurz einen Schnitt, weil ich mir ein Level suche. Und das kann dauern. Eins. Das Geile ist, ihr seht gerade überhaupt nichts, während ich das gerade eingegeben habe. Aber los, ich will genau die ID suchen. Dauert es jetzt noch länger. Nein, hier, vom lieben Tim, dem Fanmade Let's Play, er hat den Fehler gemacht zu twittern, dass er ein Level gemacht hat und das wird jetzt natürlich auseinandergenommen. Nee, natürlich nicht, ich will ja lieb sein. Aber er hat er hat es rausgebracht und ich dachte mir, ich will sowieso Mario Maker spielen, also spiele ich es hier, die ID eingeblendet, weil ich jetzt den Twitter-Post nicht raussuchen und einblenden will, um Gottes Willen. Eine Abschlussrate von 53%.
Er hat auch getwittert, es ist easy. Gucken wir mal, wie oft ich sterbe. Versuchen wir beim ersten Mal komplett durchzurennen. New Super Mario Bros. Das heißt, ich kann Wandsprünge machen. Vollgas durch. Okay, sieht aus wie so ein casual erstes Level. Krieg ich einen Pilz? Nein. Tim, warum krieg ich keinen Pilz? Mario Players getting upset. Oh, Wandsprung-Feature eingebaut. Ah, hier ist der Pilz. Ah, geht mir auch gut. Wow, der hat mich fast erwischt. Ja! Oh, so ein Sprung. Muss nicht so easy sein, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber deine Pflanzen kommen perfekt raus. Was soll denn das? Oh, das ist ein Weit... Ah, nein, nein, lass mich... Weite Wandsprünge sind gefährlich, weil in der Regel verkacke ich die ein bisschen. Und man hört wahrscheinlich hart das Klacken. Nee, ich schaff das beim ersten Mal. Fanmade Let's Play, ich besiege dich. Da, los geht's. Das war so klar. Ich mache ein easy Level. Was macht der Terminus? Beim ersten Mal verrecken. Ja, ich muss sagen, ist wirklich nicht schwer. Name ist Programm, FLP easy. Nee, nee, geh wieder in ein Loch. Auf dich fall ich nicht rein. Ich fahr auf die nächsten rein, zum Beispiel auf dich. Ich brauche keinen Pilz, ich gehe einfach durch. Huh, ist es als großer einfacher, als großer Mario? Kann sein. So, one, zack, zack. Nein! Kann ich hier noch irgendwo rein? Komm schon. Kann natürlich sein, dass er noch nicht so viele Features hat. Huh! Komm da, nein, da mache ich Stampfattacke durch. Ja! Abschließend muss ich sagen, ist ein nices Level. Easy, natürlich, ein bisschen casual, aber hat den letzten Features wie den Wandsprung und die Piranha-Pflanzen, finde ich gut, die Piranha-Pflanzen, ne, ne, wie machst du das, dass sie so gut getimed sind, das ist ja unfair. Fun Little Stage, was das FLP stand for? Ja echt, hey, Fanmade Let's Play, was steht, wofür steht denn das? Finde ich nicht gut, dass das unbeantwortet bleibt. Nee, ich will es nicht kommentieren. Im Video nicht. Tut mir leid. Kann ich später machen. Mach ich später. Ich bin ja nett. Ich hab's geschafft! Ja! Und ich habe die Rate nicht ein Stück hochgetrieben. Gut, nett. Nächstes Level habe ich wieder im Speicherbot. Speicherbot. Ja. Habe ich schon alle gemacht? Short, go quick. Ja, ich habe alle gemacht. Das ist das letzte Level. Und das ist, glaube ich, von der gleichen Person wie... Ja, gleiche Person. Die ID. Ah, die habe ich jetzt alle gar nicht eingeblendet. Ich schreibe dir die Beschreibung von dem Level. Das ist eine dumme Idee. Da muss ich mich jetzt gleich drum kümmern. Hier die ID. Ich spiele das Level. Beziehungsweise ich lege den Controller aus der Hand und beende die Folge. Weil das wieder ein Don't Move Level. Die ich so gut finde. Diese Don't Move Level sind so gut. Ich meine, du musst... Du musst so oft das Level neu starten, um das hinzukriegen. Weil der kleinste Fehler im Pixel und du bist halt tot. Wenn ich jetzt einmal kurz den Controller berühren würde, das Gamepad, bin ich tot. Ist wahrscheinlich 100 Pro. Das ist einfach viel zu schön. Was da alles passiert und was du alles machen kannst. Jetzt ist so ein Don't Move Level, was sehr stark auf diese blauen Totenköpfe sich bezieht. Geht auch noch anders, dass mir den Panzer implementiert. Das finde ich ja super geil. Ich wusste gar nicht, dass du auf den stehen kannst. Aber anscheinend schon. Man lernt nie aus. Da ist wieder eine Todesfalle. Und hier hat das mit der Zeit abgelaufen gemacht. Das finde ich auch geil. Wenn du die Zeit so einbaust, dass einfach perfekt passt. 40 Sekunden. Fängt man an. Wunderschönes Level. Hier kommt der Panzer mal schrittweise näher. Oben passiert einfach ganz viel Bullshit. Oh, das sind die Kirby-Gegner. Diese schlafenden. Was man, glaube ich, schon im Vorschaubild sieht. Aber ich glaube, lange dauert es jetzt nicht mehr. Wir sind ja schon tot. Zweite Hälfte. Kann man eigentlich mehr als eine Ziel... Also so eine Speicherfahne reinmachen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich kann sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und schaut doch mal beim lieben Fanmail Let's Play vorbei und sagt ihm, er soll mehr Level bauen, die wir spielen können. Weil, hat mir schon sehr gefallen. War ein nettes Level. Irgendwann wird er aber richtig arschige Level bauen, weil jeder irgendwann richtig arschige Level baut. Aber ich bin drin. Schön. Die werde ich dann aber auch spielen. Und natürlich schaffen. Das ist eine Herausforderung an den Family Let's Play. Mach mehr Level. Und dann spiele ich die. Dann schicke ich dir auch gern selber welche, wenn du darauf antwortest. Aber egal. Kommentiert doch mal, wie findet ihr das Projekt? Und bitte Level schicken, finde ich immer nett.
Mehr gibt's nicht zu sagen. Terminus raus. Erste Folge vorbei. Und tschüss.